Meine Kohlköpfe! It's quite peaceful at the air temple. My cabbage cart is rarely destroyed. Ach stimmt. Ahn ist ja reingelandet. Wie, weiß ich nicht mehr genau, aber er ist reingelandet. Farewell. Was war das denn für eine Animation? Hallo, du auf Müll. Miau. Was? Sozialer Entzug. Ich wünsche euch viel Spaß. Hallo Leute, mein Name ist Sozialer Entzug und herzlich willkommen zu Nickelodeon All-Stars 2. Ja. Ihr kauft euch das Spiel nicht, wie schon in den vorigen Parts erwähnt. Und ich glaube, ich werde das jetzt auch zum letzten Mal erwähnt haben. Aber es gibt einen kostenlosen Questfall. Und ich versuche das Ganze im Voraus aufzunehmen, also, ja. Als nächstes treffen wir auf den legendären Kohlhändler. Aus Avatar. Meine Kohlköpfe! Good day to you. Ja, der ist inzwischen so iconic, dass er sogar Figuren alles mögliche erhalten hat. Sagen wir es so, Nickelodeon hat erkannt, dass er sehr beliebt war bei der Community. It's quite peaceful at the air temple. My cabbage cart is rarely destroyed. Ach stimmt. Ahn ist ja reingelandet. Wie, weiß ich nicht mehr genau, aber er ist reingelandet. Problem is, there aren't a lot of people around to sell cabbages to. Okay, was hat er da? Snack mit Fischfutter? Coupons? Kekse. Und was auch immer das für ein Haufen Müll ist. Farewell. Was war das denn für eine Animation? Finish. Okay, und da ich den Cabbage Man genommen habe, kann ich jetzt nicht diesen einen Gegner da oben holen, nämlich da stand ja Versus, also... Ja, aber dafür kriege ich die andere. Denn ich glaube, es ist ein 2000 Leuthaus. Ich hatte erst gedacht, das wäre ein NPC tatsächlich zum Anfang. Da müssen wir wohl eine Gegnerhorde besiegen. Aus verschiedenen Gegnern aus Universen. Beim Cabbage House. Ach, jetzt gibt's auch noch irgendwelche Fischpiraten. Ach, zum Glück war da ein Ast. Gib mir den Cabbage! Danke! Warum gibt's hier so viele Verböden-Programme? Teile! Oh, danke. Oh, jetzt habe ich einen Blackout. Appa, jetzt habe ich's. You're fired! Dumme Pflanze! Wie kann ein Boot über die Straße fahren? Wie sieht auch nicht kaputt? Ein Leben, das ist schlecht. Hey, da unten ist ein Pie. Das war eine Bombe? Warum ist der Pie explodiert? Und woher kam der? Auf jeden Fall, jetzt haben wir den Gegner der Lloyd Family. Eine Serie, die ich nicht geguckt habe, aber... Anscheinend war ein ihm beliebtes. I guess this is the same as everything else in life.
We have no choice but to endure it till it's over. Okay. Wo sind wir überhaupt? Waren die Entwickler zu faul, eine Stage für das Leuthaus zu erstellen? Okay, ich kann verstehen, weshalb sie die genommen haben vom Leuthaus. Mit ihren Moves macht sie wohl am besten Sinn. Dann holen wir uns jetzt die Schatztruhe. Dann gibt's irgendwann einen Boss. Danke für den Slime. Finish! Oh nein. Es ist eine riesige Qualle. Igitt. Natürlich ist der erste Boss aus Verbürgungsprogramm. Hätten wir nicht was Sinnvolles bekommen können? Hallo, du auf Müll. Okay, ich muss erstmal das Muster ausfinden. Ach, das war mich schockierend gemeint. Will ich nicht verschwenden. Halbe Zeit. Aua. Nein, nein. Ja, na endlich. I had to beat you. What would Spunky do without me if I'd lost? Finish. Homecrime, besiegt König Qualle in der Kampage. Augenschaft erhalten. Welcome Stick Gegenstand erhalten. Damit kann man Styles freischalten. Achso, jetzt haben wir doch eine Leuchtzeit-Stage, aber wir sind noch nicht zu Ende. Leute, ich will hier raus! Was sind das für die...
Ich hab doch den Boss besiegt. Warum gibt's jetzt noch einen Kampf? Warum sind hier laufende... Die müssen aus Garfield sein. Anders kann ich mir nicht erklären. Okay, X ist nach oben gedrückt und nicht Sprung. Das muss ich mir merken. Also die Leute aus Stage. Ich hätte eher das Haus erwartet. Also, was ist das denn für ein Ding? Also X ist anscheinend der Special Move, was in Smash B ist. Sag jetzt nicht, die ganze Kampagne ist lost, nur weil ich den finalen Kampf nicht geschafft habe. Let's start over. Rewind. Defeating Plasmius, will you be able to return home? But there's more. He has already begun invading other worlds and controlling innocent minds across the universe. You must travel to these worlds through portals, like the one I used to bring you here. Then you must free others by defeating them in combat as well. Once you do so and return them to this pocket dimension of mine, the timeless Star Dial, they will be safe from his influence. Okay, und da wir wenigstens jetzt hier schon mal sind, können wir jetzt zu einem besseren Fighter umgehen. Okay, wir haben die Wahl zwischen Donatello, Kana und Lucy Loud. Wisst ihr was? Probieren wir es mal mit Lucy Loud. Boah, die ist creepy. So. Oh. Da ist einmal der Spendler von den Ninja Turtles und die dumme Schnecke Gary aus SpongeBob. Auch bekannt als Verblödungsprogramm. Greetings, friend. Täusch dem Schleim. I am relieved to see allies coming together to deal with this threat. This being's ability to manipulate minds is most concerning. Now that your mind is free, I can help you. To defeat this dark force, you'll need to hone your fighting skills. When you find yourself in an unknown place, listen twice before you speak. In this place, it would be wise to follow such advice. Until next time. Right. Thanks. Was? I don't know. It looks kind of cute to me. Meow, meow, meow. Meow. Verkauft Deko. Hab was Feiertag. Versteck Medepi. Wer kauft sie freiwillig? Popcornmaschine. Gute. Essensraum Garfield. Die Sachen können hier überall auftauchen, oder wie? Na, wenn wir schon mal hier haben, kaufe ich mir Appa. Danke für den Deal, Gary. Der müsste jetzt hier irgendwo sein. Ah, da ist er ja! Appa! Hallo! Boah, die ist ja cool mit ihren Flügeln.
Ja, ich weiß. Pause. Ich wollte gucken, wie weit wir sind. Etwas können wir noch spielen. Thanks. The futility of life. Fight! Oh, die hatte Sense! Sense. Wow, der Charakter ist cool für einen Fighter. Aber nur als Fighter. Wie schon sagte, ich habe Loud Family nicht gesehen. Money. Und ich darf in die erste Kampagne. Okay, ich sehe diese komischen Biber, die ich beim Super-Werbung gesehen habe. Oh, und Arne ist auf dem Feld. Endlich. Wir kriegen einen Avatar. Ein Klon von dem blöden Schwamm. Toll, wir müssen gegen einen von den beiden kämpfen. Hey, Dello. Oh, dieses Komi-Alien-Ding, was corrupted war, ist hier. Keine Ahnung, wo das herkommt. Und der Gegner ist der Geisterpirat. Das kann ich schon am Shadow sehen. Dann ein erstes zu ihr. Thanks. My band, the Atomic Sombreros, we're gonna make it big. Just you wait and see. But you don't have to wait here. You might melt if you stand in one place for too long. Gutes Argument. Kannst du einen anderen Kraft erhöhen? Nimm den. Finish! Ab zur Tour! Echt praktisch mit ihren Fledermausflügeln. Das muss ich schon lassen. Manchmal sind Charaktere, die man so nicht mag, eigentlich sehr gute Fighter. Finish. Na gut, aber zu ihr habe ich keine richtige Meinung, weil ich nichts von ihr gesehen habe. Und wir befreien jetzt die Biber-Brüder oder was auch immer das da sein soll. Ich glaube, so hieß die Serie. Keine Ahnung, wie ihre echten Namen sind. Aber sie werden hier als Biber-Bruder genannt. I was wondering, pondering, contemplating, speculating, if you couldn't possibly, maybe, feasibly, conceivably, go play somewhere else. Ich wollte sie schon fast Bärenbruder nennen. Ich
bin hier nicht zum Spielen. Ich bin hier zum Kämpfen. Okay, das ist ein zweiter Charakter in die Ice Climbers. Yoshi. Hey, die Angriffe verbrauchen Energie. Kugel ist auch leicht. Ich glaube, die ist ein sehr guter Charakter. Der Sensenmann hat dich abgeräumt. Oder die Sensenfrau in diesem Fall. Okay, wir müssen eh die Route, da ist an. Of things in this lab that can help you fight that you who's a what's you're dealing with. One thing I didn't find was ice cream. Very disappointing, because I could eat ice cream all day, you know, and I would. Du musst wohl ziemlich dick. Jetzt zu Ahn. Endlich kriegen wir den Avatar. I don't like to fight, but I will if I have to. Ausgerechnet auf der falschen Stage. Warum gibt ihr mir nicht die Avatar Stage? War das Budget für die Stages ausgegangen oder warum? Bitte nicht über die richtigen Stages zur Serie. So geht's auch. Ja. Finish. Ach, endlich ist Ahn frei. Und wir haben gleich einen weiteren Fighter. Aber den befreien wir im nächsten Part. Damit danke ich fürs Zusehen. Bleibt sozial, lasst ein Abo da und bye. Changing my life and